In der neuen Drittligasaison hat der FSV Zwickau noch keinen Sieg eingefahren. Wie Trainer und Mannschaft die letzten 14 spielfreien Tage genutzt haben, um sich auf das nächste richtungsweisende Spiel in Meppen vorzubereiten, hat Thorsten Ziegner auf der Pressekonferenz verraten. Wir haben in dieser punktspielfreien Zeit akribisch gearbeitet, so Trainer Thorsten Ziegner zu den anwesenden Journalisten. Insbesondere galt unsere Aufmerksamkeit der Athletik und den taktisch-technischen Belangen. In den ersten 4 Saisonspielen lief nicht alles richtig. Allerdings haben wir auch nicht 4-mal Katastrophe gespielt. Deshalb sind alle froh, dass es wieder um Punkte geht und wir eine bessere Richtung einschlagen können, fügte er hinzu. Es wird wichtig sein, defensiv stabil zu stehen, um dann erfolgreich nach vorn Fußball zu spielen. Wir schauen mit Zuversicht auf dieses Spiel in Meppen, weil wir wissen, was wir können. Und in dieser Partie gegen den SV wollen wir es umsetzen. Auch Nils Mijatke hat sich wie seine Spielerkollegen viel vorgenommen. Gemeinsam mit seinen Spielern hat er natürlich auch die vergangenen 4 Spiele in dieser noch jungen Saison analysiert. Wir wollen zu Null spielen, damit wir in Meppen endlich mal zeigen können, dass wir in der Lage sind, unsere Chancen zu nutzen. Vor allem dürfen wir, wie in den ersten Saisonbegegnungen, nicht in Rückstand geraten. Wir geben in Meppen Vollgas. Diese Worte des Trainers hat auch Nils Mijatke verinnerlicht. Thorsten Ziegner, nach 4 Spielen ohne Sieg für den FSV Zwickau sagen die Optimisten, wir wollen da nicht gleich das Kind mit dem Bade ausgießen. Die Pessimisten sagen, Mensch, das wird noch schwerer wie die Rückrunde der vergangenen Saison. Was sagen Sie denn als sportlicher Leiter, wie es denn wird? Ich glaube, es liegt an uns. Ja, also es ist weder das eine noch der andere der Fall, bin ich 100% davon überzeugt. Und wir entscheiden darüber, wie so eine Saison läuft. Fest steht aber auch, dass wir nach den ersten 4 Spielen ein bisschen was verändern müssen in unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, beziehungsweise wie wir Sachen in der Offensive lösen wollen und Sachen in der Defensive klären wollen. Dementsprechend hatten wir jetzt 14 Tage Zeit, dort sehr intensiv zu arbeiten. Das haben die Jungs auch gespürt, weil wir viele Trainingseinheiten hatten, um eben daran zu arbeiten. Und jetzt gilt es eben das, was wir uns erarbeitet haben, auf den Platz zu bringen. Und zwar am Punktspieltag und nicht am Trainingstag. Thorsten Ziegner, wer die Abgänge in der vergangenen Saison einmal Revue passieren lässt und sieht, wie diese Spieler jetzt plötzlich phasenweise sogar eine Renaissance erleben, sagen Sie da manchmal, Mensch, war vielleicht zu zeitig, dass Sie gegangen sind? Naja, also die Spieler, die ich aktuell wirklich in ihren Mannschaften wertvoll sehe, die konnten wir nicht halten. Ja, die wollten gehen. Alle anderen Spieler spielen entweder in einer niedriger, klassigeren Mannschaft, das ist dann immer nicht zu vergleichen mit der dritten Liga, oder sind dort auch einfach Spieler, die jetzt nicht Spiele für die Mannschaft entscheiden, die dort ähnlich wie bei uns ihre Spielzeiten kriegen und gut. Sie haben in den vergangenen Tagen ganz intensiv mit der Mannschaft gearbeitet, auch im Hinblick auf das Spiel am Freitag in Meppen. Wo wollen Sie denn noch ganz besonders oder wo haben Sie ganz besonders den Hebel angesetzt? Ja, zum einen erstmal in der Torverhinderung. Ja, es ist ja logisch, wenn man in den Spielen, in denen wir zurücklagen, und das war nun mal in allen Spielen, immer an einem Tor hinterherrennen muss, ist es deutlich schwerer, als wenn man lange eine Null hält hinten, wenn man selbst mal in Führung geht. Das heißt, es wird ein großes Ziel von uns sein, wenig Torchancen zuzulassen. Es wird ein reizvolles Ziel von uns sein, mal selbst in Führung zu gehen. Und das sind Dinge, da müssen wir hinten sehr stabil sein. Wir müssen vor allen Dingen konzentriert sein. Wir brauchen in der eigenen Defensive eine sogenannte Rettermentalität, um eben mit letzter Kraft auch Tore verhindern zu wollen. Und wir brauchen vorne die Gier, meinetwegen mal mit Ball und Gegner ins gegnerische Tor reinzufliegen. Und solche Situationen, das ist auch nichts Neues, helfen jeder Mannschaft, wenn man halt in den Spielen auch mal in Führung geht, beziehungsweise wenn man spürt, wir stehen defensiv so stabil, dass der Gegner kaum Torchancen hat. Thorsten Ziegner, alles Gute für Meppen. Ich weiß, die Mannschaft kann es und der Knoten wird irgendwann platzen. Danke und viel Erfolg. Danke auch.